muss fürchterlich sein. Wir haben auch Tote. Und die meisten bekommen kein anständiges Grab. Von jedem Mut. Dieser Ort ist die reinste Hölle. Seine Mutter zum Beispiel. Der Sohn kümmert sich darum. Der Sohn hat das getan. Er hat es wegen ihr getan. Aber der Graf wird ihm schon beibringen, wie er die Welt erleuchten kann. Hoffentlich bin ich dann noch am Leben. Weg in die andere Dorfhälfte zu sein. Hängt nur knapp über dem Wasser, aber... Keine Wahl, nehme ich an. Es muss sein. Steppenring. Wir müssen mal darüber, glaube ich. Wir haben noch ein Messer dabei. Kletter hoch. Ah, da ist der Glockenturm dort hinten da. Ja, wo ist Anno? Wir müssen schneller laufen. Die werden ihn töten. Wir tun, was wir können. Wenn die ihn umbringen, töte ich sie alle. Das musst du nicht. Wir holen ihn da raus. Und Sophia auch. Ohne Werkbank tun wir jetzt mal endlich was. Mal sehen, was sich machen lässt. Natürlich nicht. Ich hoffe, Sophia lebt noch. Ich würde gern mal hier... Später. Und Hep... Aha. Hier geht's runter. Alles klar. Wir sind doch vom Hafen so weit. Seht ihr, Leute? Das scheint Kunst gar nicht mehr. Verdammt. Schnell, wir müssen näher ran. Das ist also der Arno. Der Mann, den man den Wall nennt? Ja. Wir müssen ihn retten. Auch wenn er es nicht verdient. Aha. Ihr habt ja eine nette Truppe zusammengestellt. Komm, hoch mit dir. Kletter hoch. Ja. Jetzt geht's schon lang. Na, wie findest du dein Halsband, Anno? Ist das der Wall? Ha, sieht eher aus wie ein Haufen Scheiße. Hier geht alles vor die Scheiße. Zur Hölle mit dem Henker. Scheiße, ja. Der Bastard hat meine Kameraden. Gehen wir näher ran. Ziemlich viel los. Ja, macht euch bereit. Da stehen Krüge mit Teer direkt neben ihm. Jetzt, Amicia, tu was. Mach ich. Krüge. Ja, direkt neben ihm. So. Wir sind hier, Anno! Das glaubst du nicht? Wollt ihr mir den Rest geben? Sei still! Wir bringen dich hier weg! Ha! Was? Warte, bis der dran ist. Nehmt ihr den Sohn weg?
die Scheiße. Sei still! Ignorier sie, Hugo! Wir sind bei dir. Wir gehen nach Hause. Komm schon! Töte die Drecksäcke! Ach, wo kam denn der her? Ja! Da! Da! Der gehört dir! Na toll, den hat's noch nicht getroffen. Schnüren den einen noch nicht aus. Nimmst. Nimm das! Ja! Nein! Ach, Scheißdreck. Nein! Ach, verdammt! So weit sind wir gekommen. In diese eine Wache. Zum Kotzen. Gehen wir näher ran. Ziemlich viel los. Ja, macht euch bereit. Da stehen Krüge mit Teer direkt neben ihnen. Jetzt, Amicia, tu was. Mach ich. Bring alle mit ihm. So. Da kommen noch mehr. Holt euch den Sohn um jeden Preis. Halt durch, Amicia. Du schaffst es. Ja. Sie kriegen Verstärkung. Schönes Ding.
hat ihn gebracht. Nimm das! Jetzt du! Ja, scheiße. Ausgeschaltet. Was mache ich hier denn gerade? Gute Frage. Ich könnte die hier rauf. Töten tut die das aber nicht. Die haben noch ein Ding auf der Brust. Vielleicht kann man den Helm abprügeln. Dich. Wir befreien jetzt Anno, ja? Ja, bitte. Eigentlich sollten wir den hier zurücklassen. Das sollten wir eigentlich wirklich machen. Da gehe ich aber wirklich mal mit. Naja, muss reichen. Na gut, also dann, komm mit. Hugo meinte, es wäre seiner. Ganz schön gedauert. Kommt an Bord.
Du machst eine Pause. Wartet. Eure Mutter. Sie kommt nicht mehr. Wir müssen los. Jetzt. Verstehe. Ja. Ich werde dann mal. Kommt jetzt, du, ja. Komm. Sie kommt niemals mehr. Ich weiß. Ich wollte ihr doch noch so viel erzählen. Ich auch. Aber sie wusste. Sie wusste alles. Glaub mir. Was? Du warst ihr größtes Geschenk, weißt du. Sie liebte dich so, wie du bist. Wie sie dich geboren hat. Wir werden leben. Und wir werden heilen. Die Narben werden bleiben. Durch sie vergessen wir nicht. Und sie helfen zu akzeptieren. Bis sie weniger schmerzen. Heilende Wunden heißt das nächste Kapitel. Kapitel 15? Die 14 muss das sein. IV ist 4. Wir werden heimkehren. Nicht alle von uns. Aber es wird ihm besser gehen. Uns allen. Wir können gern reden. Na gut. Frische Luft. Die Raskas hat uns gerettet. Wie ist der Ausblick? Er ist schön. Woran denkst du? Glaubst du, ich bin anders? Naja, ich weiß es nicht. Hast du Hunger? Hä? Ja. Dann bist du ganz der Alte. Ich fühle mich anders. Alles ist anders. Das nennt sich Großwerden, Hugo. Manche Dinge beschleunigen es. Ja? Ja. Aber wir gehen die Dinge ab jetzt ruhiger an. Wir nehmen uns alle Zeit der Welt. Ich freue mich schon auf die Berge. Bald. Sehr bald. Wir gehen nach Hause, Hugo. Unser Zuhause. Ja. Ich bin schon wieder Pessimist. Ich könnte ewig schlafen. Ich brauche ein Bad. Hey. Oh, hallo. Wie geht's dir? Du zuerst. Ach, wie nach einem seltsamen Traum. Er war schrecklich. Aber ich konnte nicht aufwachen, bis er zu Ende war. Verändert. Wie wiedergeboren. Auf uns wartet ein neues Zuhause, Lukas. Kommst du mit uns? Du und Hugo. Ihr zwei seid mein Zuhause. Also, ja. Wir sind froh, dass du bei uns bist. Hey. Gut geschlafen? Ich wachte auf und dachte, ich sei tot.
Das kenne ich gut. Was macht ihr jetzt? Meine Mutter. Sie hatte ein Haus. Ein altes Haus in den Bergen. Ich versprach ihm, dass er glücklich sein wird. Dort wird er es sein. Klingt schön. Du wirst dort immer willkommen sein. Okay, das liegt hoch. Hey, Menschen ändern sich. Amicia, guck mal! Die haben wir noch nicht geredet. Völlig weggetreten? Bleib so. Du willst jetzt nicht aufwachen. Glaub mir. Hey, was ist hier los? Geht's ihm gut? Wer weiß. Wir könnten ihn ja fragen. Na gut. Lebst du, Anno? Was glaubst du denn? Tote Menschen reden nicht. Kluge Junge. Hey. Es tut mir leid wegen der... Naja, wegen allem. Du wolltest, dass ich gerettet werde. Ich verdanke dir mein Leben. Sieh an, da wird ja endlich noch jemand nett. Hoffentlich bereue ich's nicht. Der Krieg ist vorbei, Anu. Wir verdienen alle Ruhe. Dir täte sie auch gut. Hey! Ein Schiff! Ich wusste es. Ach, der Graf! Ich hab's. Hab ich's gesagt oder hab ich's gesagt? Seht ihr, was ist das mit dem Krieg? Wir können nicht entscheiden, wann er vorbei ist. Er kommt uns hinterher. Nein, 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 das darf nicht wahr sein! Seeschlacht. Geh rein, Hugo! Dort ist es sicherer! Das habe ich schon bei dem Kapitel. Das habe ich schon bei dem Kapitel gesagt, wo war. Und die anderen? Die kommen klar. Bleib wo wir hier auf dem Schiff zum ersten Mal hingekommen sind. Zum Seil auf der anderen Seite! Alles klar! Ist das ein super Bosskampf? Na los, schneller! Jetzt. Der Scheißkerl lässt nicht locker! Wir müssen sie loswerden! Wenn sie uns entern, fertig! Gut! Sie kommen immer noch näher! Oh nein, 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 was jetzt? Das Segel in den Wind! Wir brauchen einen besseren Winkel! Amicia, los zum Unterdeck! Ja, sofort! Als ob das was wird. Ich lasse locker und du ziehst es zu dir! Ja! Wir dürfen nicht scheitern, Anu! Tun wir nicht! Es klappt! Wir nehmen Fahrt auf! Aber das wird nicht genügen, sie kommen! Werft Ladung über Bord! Schon der Mann! Hilf mir hier, Amicia! Ich wollte schon mal ein bisschen schießen. Oh, Bogenschützen! Alle Köpfe raus! Ranspäne. Das wollte ich doch machen. Geht klar! Sekunde, ich komme! Die Wirkliche könnte mit meinem Kind fliehen! Er ist nicht dein Kind, du Irrer! Fasciano, du bist tot, Victor! Den Sohn lasst unversehrt! Tötet die anderen! Du hast gehört! Feuer! Da! Feuer! Fahrt zur Hölle, ihr alle! Ach, nein, Scheiße. Jetzt nein. Nicht! Sterben! Die wollen uns rammen! Die haben uns gerannt. Nein! Oh nein! Amicia! Amicia! Mach's ruhig dramatisch. Oh nein! Sie sind über Bord gegangen! Steh auf, Amicia! Alter, spiel was. Es geht weiter. Ich dachte, es wäre Film gewesen. Sophia! Nein! Kommt her, ich werde euch alles zerfleischen! Es sind zu viele, Anno! Nein, nicht für uns zwei. Ich komme! Schiff entern! Für den Grafen der Provence! Komm her, Victor! Sei kein Feigling! Du verwechselst Feigheit mit Strategie! Das überrascht mich nicht! Halt die Fresse! Ich hab...
deine Männer gern sterben, Victor? Ich überlasse dir die Bogenschützen. Ich mach das! Deine letzte Chance zu verschwinden, Graf! Du bist wahnsinnig, Amicia! Jetzt hast du es zu weit getrieben! Zu weit? Nein, Konzentration! Ich tanze auf euren Leichen! Das Boot ist zerstört, Arno! Nimm mir es! Finger weg vom Jungen! Kapiert! Macht sie ihn fertig! Unsere Zukunft steht auf dem Spiel! Es gibt keine Zukunft für niemanden! Nein, wir schaffen das! Kommt nur, ich bin in Bestform! Ihr sterbt wie die Fliegen! Ihr verdient den Sohn! Ihr verdient einem höheren Zweck! Wie viele Bogenschützen haben die denn noch? Wie viele sind da? Es wird weniger, nur das zählt jetzt. Anno, es sind zu viele, das schaffen wir nicht. Versteckt euch, sonst sterben wir. Durchhalten, komm schon. Oh, Scheiße. Nein, Konzentration. Ja, das ist gerade ein bisschen... Weg da! Ja, weiter so! Es ist fast vorbei, Hugo! Ich bringe dich hier raus! Stück für Stück. Bolzen für Bolzen. Komm, Amicia! Geh wieder rein! Feuer! Was zum... Was? Amicia! Nicht wahr. Sie ist tot. Hugo, komm mit mir! Nö. Hugo, komm her! Sie ist nicht tot. Was? Amicia? Schade, mein Gott. Nein. Die Ratten helfen hier nicht. Nein! Da können wir aufhören. Mr. tot ist. Der Mr. tot, er entführt. Schreckliches kleines Ding. Alles klar. Du gewinnst. Tu ihm nichts. Nichts tun? Was zum. Er ist Emilys Sohn. Mein Sohn. Ein Ratten. Schlechtes Ende freigeschaltet. Er ist ein Gott. Oder was? Er ist unser Ende, Victor. Du lässt ihn lieber gehen. Zu seiner Schwester. Nein. Das schulde ich Emily. Durch sie. Hätte immer noch kein Helm auf. Diese Welt bestünde. Nicht nur aus Blut und Krieg. Dass ich sie einfach ersticken könnte, diese Flammen. Aber die Wahrheit ist: Menschen wie wir wurden geboren, das Feuer anzufachen. Was auch immer du vorhast, es wird nicht funktionieren. Er wird dich auslöschen. Er wird auslöschen. Was ich ihm sage. Wir setzen die Welt in Flammen. Und ich forme mein Reich in diesem Feuer. Ein viel gerechteres. Es ist nicht vorbei, du Feigling. Du schuldest mir Blut. Dafür habe ich bereits bezahlt. Und mein Sohn braucht jetzt Ruhe. Erledigt sie. So bis zum Frick. Doch vital ist schon. Und mal die. Das ist mein Sohn, mein Enkel, mein andere von dem. Heilende Wunden. Das war. Viel Heilung war hier nicht. Das nächste Jahr bleibt sterbende Sonne.